Hallo YouTube und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich euch ein bisschen erzählen, worum es mir auf meinem Kanal geht, was ich vorhabe und werde euch als allererstes dann heute mein Unterwassergehäuse für die Sony NEX 6 vorstellen von der Firma Micon, die Vor- und Nachteile darüber erzählen und anschließend noch ein Fazit und für wen das Ganze ist. Wen es interessiert, bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, worum geht es mir hier auf meinem Kanal? Ich werde euch vieles aus meinen Erfahrungen aus dem Bereich Tauchen und Unterwasserfotografie erzählen. Ich werde euch mein Equipment nach und nach vorstellen, wenn es euch interessiert, wie ich angefangen habe mit der Unterwasserfotografie, warum ich mich gerade für dieses Equipment entschieden habe und dann auch nach und nach einige Tauchspots sowohl in Deutschland als auch Österreich und im Ausland vorstellen, wo ich ja auch wiederum mit dem Fotografieren angefangen habe, wie sich mein Equipment entwickelt hat und welche Fotos daraus resultiert sind. Also, wieso habe ich mich für das Unterwassergehäuse von Micon entschieden? Als erstes war meine Systemkamera da, die Sony NEX 6, die ich halt für die Überlandfotografie verwende und habe dann damals angefangen mit dem Tauchen und wollte meine Kamera jetzt auch mit unter Wasser nehmen. Habe mich also dann damit befasst, welche Möglichkeiten gibt es, da Sony leider kein eigenes Unterwassergehäuse für seine Kameras anbietet, habe ich mich ein wenig schlau gemacht im Internet und bin dann auf die Firma Micon gestoßen. Die Firma Micon ist ein japanischer oder chinesischer Hersteller, ich weiß es gar nicht so genau, wenn ich ehrlich bin, und bietet halt relativ preiswert Unterwassergehäuse für Kameras an. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, das gebe ich auch zu, dadurch, dass die anderen Kameragehäuse deutlich mehr kosten. Also wenn ich einen namhaften Hersteller für meine NEX 6 genommen hätte, hätte ich kein Gehäuse unter 800 Euro bekommen und dann eher aufwärts bis hoch zu 1600 Euro. Und das bin ich ganz ehrlich gesagt nicht bereit gewesen, am Anfang zu investieren, da ich noch nicht wusste, ob mir die Unterwasserfotografie überhaupt Spaß macht und das überhaupt was für mich ist. Also bin ich bei der Firma Micon gelandet, die ihre Unterwassergehäuse in meinem Falle für unter 300 Euro angeboten hat und habe dann einige Testberichte darüber gelesen und habe mir dieses dann im Internet bestellt. So, also man bekommt das Gehäuse das erste Mal geliefert, packt es aus und stellt fest, dass es komplett aus Kunststoff gefertigt ist. Ja, also der Gesamteindruck ist preiswert verarbeitet, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, aber letztendlich erfüllt es seinen Zweck. Die Gehäuse sind bis 40 Meter wasserdicht und verfügen, wie man hier vielleicht sieht, über zwei Dichtringe, einen äußeren und einen inneren Dichtring, was die Kamera dann komplett wasser- und staubdicht verschließt. Ich selbst habe mittlerweile mit dem Kameragehäuse knapp 100 Tauchgänge hinter mir und werde euch dann auch gleich noch einiges über die Vor- und Nachteile und die Verarbeitung erzählen. Ja, viel zusammenzubauen gibt es bei dem Gehäuse nicht, wenn es geliefert wird. Ihr bekommt das Gehäuse und die beiden Dichtringe. Die beiden Dichtringe habe ich jetzt schon mal eingelegt, weil das eine relative Fummelarbeit ist, die mich jedes Mal auch sehr nervt, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, wenn ich die Kamera das erste Mal wieder in Betrieb nehme im Urlaub. Ist aber eine einmalige Sache, danach können die Dichtringe den kompletten Urlaub drin bleiben, es sei denn, ich habe starke Verschmutzungen irgendwo am Dichtring, dass ich es dann wirklich mal rausnehmen müsste zum Reinigen, aber ich lasse es in der Regel wirklich den Urlaub über dann im Gehäuse. Ja, anschließend kann ich dann schon meine Kamera startklar machen. Das heißt, wenn ich was dran haben sollte, befreie ich sie von etlichen Gurten. Ich muss hier hinten einmal den Sonnenschutz für den Live-Viewer abnehmen. Und natürlich nicht zu vergessen, ist mir leider auch schon passiert, beim Tauchgang dann leider erst aufgefallen, natürlich einmal den Objektivdeckel entfernen. So, dann kann ich die Kamera schon in das Gehäuse setzen. Das ist relativ simpel, es ist genau vorgefertigt für die Kamera, kann sie hinten schließen und habe dann hier an der Seite
meinen Verschluss. Einmal zusammendrücken, kräftig draufdrücken und dann hört man es auch schon einrasten. Zu der Verarbeitung. Also wie eingangs schon erwähnt, sind alle Knöpfe und das komplette Innenleben aus Kunststoff gefertigt, was es natürlich sehr, sehr preiswert macht und es ja unanschließlich ist. Natürlich funktionieren die Knöpfe nicht so gut wie einem aus Metall gefertigten Gehäuse. Die wichtigsten funktionieren. Einige Knöpfe haben so ihre Macken, mal so ganz vorsichtig ausgedrückt. Hat mich jetzt aber bei meinen ersten Versuchen unter Wasser weniger gestört. Das kommt dann erst später, wenn man sich intensiver mit der Unterwasserfotografie beschäftigt und unter Wasser relativ häufig Einstellungen vornehmen muss, dann fängt das Ganze schon an, doch zu stören. Ich habe hier oben den Einschalter, den schiebe ich einfach nur zur Seite und schon ist die Kamera eingeschaltet. Alle wichtigen Funktionen der Kamera kann ich bedienen. Ich habe verschiedene Einstellräder, ich habe einige Knöpfe. Kommen wir also zu den einzelnen Funktionsknöpfen. Also ich habe hier verschiedene Stellräder, die ich verwenden kann. Zum einen das, um die Programmautomatik einzustellen, indem ich hier oben drehe. Das funktioniert leider nicht immer. Das ist halt auch das, was ich anfangs angesprochen habe. Einige der Knöpfe funktionieren sehr gut, andere wiederum sehr schwergängig oder ja, also da merkt man dann wiederum einfach die Verarbeitung. Letztendlich die wichtigen Funktionen funktionieren gut unter Wasser. Das sind für mich zum einen der Zoom. Dafür habe ich hier vorne ein Einstellrad, das ich drehen kann. Damit kann ich dann den Zoom bedienen. Und das funktioniert auch unter Wasser sehr, sehr gut, wenn ich dicke Handschuhe anhabe. Sprich, wenn ich in deutschen oder österreichischen Gewässern oder Schweizer Gewässern unterwegs bin und es halt sehr, sehr kalt ist und ich dicke Handschuhe anhabe, dann kann ich auch noch den Zoomring gut benutzen. Das nächste, was mir unter Wasser persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist die Blendeneinstellung. Auch die funktioniert sehr, sehr gut und filigran unter Wasser. Ich hoffe, man kann es jetzt so einigermaßen erkennen. Ich komme mal ein bisschen näher. Unten sieht man, wie ich sie verändere. Also das funktioniert sehr, sehr angenehm. Genauso wie hier die Knöpfe zum Beispiel für den ISO-Wert. Auch der funktioniert wirklich gut und ich komme schnell an die ISO-Einstellungen, die ich unter Wasser treffen möchte. Hier gefällt mir persönlich nicht so gut die extrem enge Anordnung der Knöpfe. Das macht es dann mit dicken Handschuhen doch relativ schwierig zu bedienen. Da muss ich dann eher auf ISO-Automatik gehen und mich darauf verlassen, dass die Kamera die richtigen Einstellungen trifft, da das ansonsten ein ganz schönes Gefummel unter Wasser ist. Des Weiteren kann ich hier den Blitz ausfahren. Das heißt, wenn ich es vergessen haben sollte und einen externen Blitz angeschlossen habe, diesen auszufahren, habe ich hier die Möglichkeit, über den Knopf, wie man eben gehört hat, den Blitz auszufahren und dann halt den externen Blitz zu verwenden. Hierzu sei gesagt, dass es auch einen Nachteil hat, und zwar, wenn ich den Blitz einmal ausgefahren habe, habe ich bei diesen Gehäusen leider nicht die Möglichkeit, ihn wieder einzufahren. Das heißt, ja, das wäre ganz schön gewesen, hätte man hier oben einfach noch einen Knopf gehabt, um ihn wieder runterzudrücken, den Blitz, da es doch Situationen gibt, wo man gerne ohne Blitz fotografieren würde, weil die Sony halt auch nicht die Möglichkeit gibt, den Blitz übers Menü auszuschalten und man beschränkt es dann wiederum von der Verschlusszeit her, wenn der Blitz ausgefahren ist, auf maximal 1/125 oder 1/250. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, kann ich unten in die Videobeschreibung nochmal reinschreiben. Und dann auch nicht weiter hochgehen kann mit meiner Verschlusszeit. Das wäre halt schön gewesen, wäre da noch das Feature gewesen, dass man hätte den Blitz einfach wieder einfangen können. Außerdem habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Videos aufzunehmen. Da habe ich dann hier einfach die Videofunktionstaste. Indem ich die einmal drücke, springt die Kamera in die voreingestellten Kameraeinstellungen und man nimmt direkt ein Video auf. Ja, kann jetzt zum Vorteil sein. Leider ist der Knopf recht schlecht angebracht, wie ich finde. Und zwar habe ich normalerweise, was ich dann in meinen weiteren Videos auch vorstellen werde, hier noch einen Griff dran, habe dann die Kamera hier in der Hand. Und was leider relativ häufig passiert ist, dass man hier mit dem Handballen auf diesen Knopf kommt und dadurch ungewollt Aufnahmen startet.
Das ist mir am Anfang sehr, sehr oft passiert. Passiert mir heute auch noch nicht mehr so oft, weil ich jetzt einfach darauf achte. Ja, man hat relativ viel Videomaterial und eine zugemüllte Speicherkarte. Und im schlimmsten Falle, wenn man es jetzt nicht gemerkt hat und eine zu kleine Speicherkarte hat, ist die dann halt einfach mal voll. Und man kann kein Bild mehr machen von der Situation, die sich gerade ergibt. Hier oben haben wir ansonsten noch den Auslöseknopf und die FN-Taste. Der Auslöseknopf lässt sich auch relativ gut bedienen. Der Druckpunkt könnte ein bisschen empfindlicher sein, finde ich, gerade unter Wasser. Wenn dann auch die Druckbedingungen dementsprechend sind, sind die dann nicht mehr so optimal. Aber ja, das funktioniert halt. Es ist dem Preis entsprechend. Jetzt nach knapp 100 Tauchgängen, was mein Unterwassergehäuse hier mittlerweile geleistet hat, im letzten Urlaub hat es das erste Mal dann seinen Dienst unter Wasser versagt beim Fotografieren. Da wollte der Auslöseknopf nicht mehr auslösen. Ich bin dann auf die Videofunktion umgeschwenkt, um wenigstens die Situation einzufangen. Das fand ich ja doch sehr, sehr schade, dass das halt nicht funktioniert hat. Leider kann man auch die Knöpfe nicht vernünftig reinigen. Man kommt also gar nicht richtig ran, um da wirklich mal ja, vielleicht Verunreinigungen zu entfernen. Ich spüle sie schon immer regelmäßig nach dem Tauchen direkt ab und man versucht sie so sauber wie möglich zu halten, aber im Nachhinein gibt es hier leider keine Möglichkeiten, um irgendwelche Knöpfe eigenständig auszutauschen, zu reinigen oder solche. Wie ich eben schon angesprochen habe, gibt es hier unten die Möglichkeit, über zwei Gewindeschrauben noch weiteres Equipment anzubringen, unter anderem halt ein Schienensystem für Blitz und Licht. Für denjenigen, der mit Blitzlicht fotografieren möchte oder wenn man Videofilmer ist, dass man dann noch zwei Lampen anbringen kann. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass ich hier vorne einen 67 mm Gewinde vorne habe, wo ich dann noch verschiedene Konverter, also zum Beispiel eine Makrolinse oder einen Weitwinkelkonverter anschrauben kann. Auch dieses werde ich euch gerne in den eins der nächsten Videos dann separat vorstellen, was man alles mit dem Standard-Kit-Objektiv und einem Makro und einer Makrolinse machen kann, wie weit ich da dann komme. Außerdem habe ich hier oben noch den Anschluss für zwei Blitzleiterkabel, dass ich dann auch zwei Blitzgeräte, Amphibienblitzgeräte ansteuern kann. Ja, definitiv ein weiterer Nachteil dieser Gehäuse ist, dass ich an das Kit-Objektiv gebunden bin. Das heißt, ich habe hier keine Wechselportmöglichkeit. Das ist alles aus einem Kunststoffteil gefertigt und somit kann ich leider auch das Objektiv nicht wechseln. Da müsste ich dann wiederum zu einem teureren Kameragehäuse greifen, die mir dann die Möglichkeiten gibt. Auch ein bisschen schade ist, dass das hier vorne relativ eng verbaut ist. Ich habe versucht, hier einen sogenannten Schwenkadapter für ein Makroobjektiv anzubringen. Da funktionieren nicht alle. Also da gibt es einen Hersteller, der funktioniert. Ich habe mir erst zwei falsche leider bestellt, die hier einfach von den Abmessungen her nicht rangepasst haben. Das muss man halt auch ja, bedenken. Viel mehr gibt es dann zu der Kamera auch nicht zu sagen, beziehungsweise zu dem Gehäuse. Mikon bietet diese Gehäuse für die verschiedensten Kameramodelle an, auch da in unterschiedlichen Preisklassen. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal im Internet danach suchen. Meine Meinung zu den Gehäusen ist, wer mit der Unterwasserfotografie anfängt und bereits eine Kamera hat, ist sicherlich gut aufgehoben, um einfach mal so die ersten Schritte und Erfahrungen in der Unterwasserfotografie zu machen, ohne gleich mehrere tausend Euro für ein Gehäuse zu investieren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr weiteres Equipment von mir sehen möchtet.